Hallihallo Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Feed the Beast-Projekt. Und ja, heute mal komplett ohne Texture Pack. Liegt daran, dass ich ein bisschen meinen PC auch mal aufgeräumt habe. Und Moment, jetzt geht mir die Fraps-Anzeige ein bisschen am Zwirn. So, ich habe mir einen Game Booster runtergeladen. Dadurch läuft jetzt mein Minecraft ohne Aufnahme mit einer FPS-Konstant von 33. Also relativ gut. Ich sehe andere YouTuber, die spielen auch nur mit 28. Aber das ist das Problem mit Aufnahme. Wir schauen einmal jetzt, was wir für eine FPS in Minecraft mit Aufnahme haben über Fraps. 14 als konstante FPS. Dazu sage ich nur, das sind über 140% Steigerung, weil sonst hatten wir ein FPS zwischen dreimal und auf jeden Fall gute 100% Steigerung. Das ist natürlich super genial. Und daran sollte es jetzt eigentlich schon etwas besser laufen. Ich habe noch ein bisschen an den Einstellungen rumgefeilt. Und ja, Feed the Beast ist angesagt. Das Texture Pack wird sich in der nächsten Folge wieder darauf befinden. Dann eine riesengroße Überraschung für euch. Ich habe mir gestern für 1079 Euro den neuesten Alienware PC, den Alienware zurzeit auf dem Markt hat und anbietet, bestellt. Wird in circa 1 bis 2 Wochen ankommen. Hab ihn natürlich noch ein bisschen geändert, deshalb so teuer der Preis. Es lag vorher, glaube ich, nur bei 800 Euro. Ich habe halt aber eine andere Grafikkarte mir zugeholt. Es ist jetzt eine GeForce GX 670, also die zweitbeste. Die beste ist zurzeit die GeForce 680, also 680er. Und ist ein i7-Prozessor. Ja, genau, ein i7-Prozessor und richtig geiles Teil. Leider nur mit 12 GB Arbeitsspeicher, aber sind immerhin auch eine Menge Steigerung. Ich habe jetzt 6 auf dem Laptop und es wird auf jeden Fall jetzt richtig laufen. Und habe auch lange dafür ja jetzt ein bisschen was zusammengelegt, also nicht lange, aber ein bisschen was zusammengelegt und ja. Das erstmal dazu. Dann habe ich, könnt ihr mich jetzt auch, liken auf meiner Facebook-Seite. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe jetzt die Facebook-Seite nach mehreren Wünschen endlich eröffnet für LP Lightning und habe auch eine Umfrage gestellt, wer mir eventuell ein Logo designen könnte, weil ich dafür ja absolut keine Zeit habe. Ein Banner wird auch gemacht für meinen YouTube-Kanal. Dafür erstmal ein Riesendank an Norman Müller, der sich als erstes gemeldet hat. Danke an dich, aka Minerman. Den kennt ihr ja noch vom Hunger Game Let's Play. Und ja, wenn halt ihr auch Ideen habt oder so, wie zum Beispiel mein Logo aussehen könnte, halt mit Let's Play Lightning oder so, was ein bisschen Minecraft-ähnlich ist, was halt nicht vielleicht jeder hat. Halt mal was schlicht und ergreifendes, was nicht jeder hat, auf jeden Fall. Schreibt mich an oder macht einfach was und schickt es mir, wie auch immer, über Facebook, Skype, ja, Skype eher weniger, da habe ich schon genug Leute. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, oder schickt mir eine Videoantwort unter den Videos. Ich merke, es leckt zwar klar noch ein bisschen, das ist klar, aber es ist ja auch gerade noch am Aufbauen, aber immerhin 9 FPS, nenne ich eine Steigerung. Auf jeden Fall wird es mit dem neuen PC, ich wollte schon Laptop sagen, 20.000 Mal besser. Das ist eine Riesensteigerung auf jeden Fall. Und ja, was wollten wir eigentlich machen? Mal ein bisschen rennen hier. Das Hühnchen nehme ich mal mit. Brauche eh was zu essen. Ein bisschen, wenn ich schlage, merke ich es noch, aber wenn ich normal laufe, nicht. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ja, also rennen geht, ja, ein bisschen verhakt, aber es läuft, also auf jeden Fall besser. Dann wurde ich angesprochen auch, dass ihr unten und oben einen Rand habt, wo gerade mal so eben ein Mauscursor reinpasst. Das ist mit Grund so. Das habe ich absichtlich gelassen, weil ich alles mit 720 PAL render. 1080 werde ich nicht hochladen, weil es einfach sonst wieder zu groß ist und die Daten werden
So mit 720p ist halt so gerade eben, also ist HD. Und so kann ich hier halt sehr gut komprimieren, also kompakter machen. Und ja, so habt ihr schnell halt eine Folge am Start. Und wir machen uns jetzt erstmal einen Plan, genau. Ich bin ein bisschen unvorbereitet in der Folge, weil ich habe mir gedacht, ich habe gestern kein Video hochgeladen, deshalb werde ich heute mal eins hochladen. Und ich würde eigentlich mal sagen, wir fangen an mit einem schlichten Steinhaus erstmal. Also wir machen uns irgendwie so ein kleines Häuschen hier hin. Ich weiß noch nicht wo. Irgendwie hier so an dem Baum, das ist ja eigentlich, würde sich ja ganz gut machen. Na, da mache ich noch einen. Habe ich jetzt einen? Ja. Und, ja, wenn ich das halt, wie schon gesagt, wenn ich das halt sehe, dass andere auch nur mit 28 FPS aufnehmen, das wird sich bei mir dann deutlich steigern jetzt mit dem neuen PC. Und ich habe mich natürlich mega drüber gefreut. Das Problem ist immer, bei so großen Bestellungen, es müssen halt viele Sachen, abgesichert werden, halt alleine von Dell, also die Alienware-PCs sind ja auch nur von Dell, aber wie schon gesagt, Alienware ist halt die beste PC-Marke, es ist einfach High-End und klar, sie prüfen jetzt natürlich alles, ob Schufa-Einträge und all so ein Mist, den man halt standardmäßig haben könnte, wäre schlecht, wenn ich Schufa-Einträge hätte, also ich habe keine, nur damit ihr es nicht denkt. Ich bin komplett clean und positiv. So, wir messen das einmal jetzt ab. Wir werden bestimmt im Laufe der Let's Plays hier in Feed the Beast irgendwie das Haus ein bisschen mal umändern, aber erstmal nicht. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, WTF. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8. 8 Stück, das heißt noch einen. Neun und dann halt jetzt hier die Mauer. Nö, ich hab... Hä? Das ist doch Feed the Beast. Warum? Moment. So, normalerweise müsste mir das ja runterziehen ins Inventar. Ich müsste das... Ah, okay, jetzt. War, weil ich das halt auch noch auf der normalen Inventarleiste hatte. Ich faile gerade hier so ein bisschen. Und ja, was gibt's sonst zu erzählen? Also, den Pixelmon-Mod werde ich hier nach aufnehmen, ein paar Folgen bestimmt. War auch so ein bisschen halt was im Voraus, weil da muss ich nicht jeden Tag mir Sorgen machen. Oh, lädst du jetzt was hoch oder lade ich jetzt nichts hoch? Und vielleicht bauen wir dann mal nach einer Zeit wieder eine kleine Community auf. Das ist ja mein Hauptziel, euch halt ein bisschen was zu bringen und ich habe halt ein bisschen meinen Spaß daran. Soll halt jetzt nichts Großartiges werden. Halt umso mehr, umso besser, sage ich mir halt natürlich. Also jeder ist natürlich herzlich eingeladen. Dann wurde ich auch mal gefragt, wegen Livestream. Ich hatte ja mal angekündigt damals bei den ersten, dass halt Livestreams in Black Ops 2 und so. Guckt, das zieht es nicht runter. Irgendwas stimmt hier nicht. Egal. Dass ich Black Ops 2 Livestreams machen wollte. Ging ja leider nicht wegen der Leitung. Aber ich habe mit meinem Internetanbieter gesprochen. Beziehungsweise telefoniert. Und die haben mir versichert, dass ich in wenigen, ja, wenigen Wochen oder Monaten auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen habe, auf jeden Fall einen ISDN-Empfang zu haben oder zu bekommen, weil ich halt jetzt sozusagen in so einem schwarzen Loch hier wohne mit der Leitung. Also genau 500 Meter von einem ISDN-Mast entfernt. Und mein Anbieter ist natürlich jede Woche 7 neue Maste, also ISDN-Maste, upgraden halt, damit sie Reichweite haben und also Mist. So, jetzt haben wir natürlich das hier schon mal fertig. Wir werden natürlich einen schlichten Holzboden machen. Aber irgendwie finde ich, also
Cobblestone war schon immer eigentlich ein relativ lustiger Stein. Viele finden den halt nicht so toll. Aber mit Cobblestone kann man erstens viel machen und zweitens sieht er mit vielen Texture Packs richtig geil aus. Also sogar besser als Stone, weil Stone ist einfach, also der normale Stein hat, ja, der ist schlicht und ergreifend einfach nur. Deshalb, ich finde den irgendwie langweilig. Deshalb, ich finde eigentlich Cobblestone ganz nett und sieht ganz gut aus auch. Und jetzt weiß ich auch, wofür man diese Flex-Samen gebrauchen kann. Damit kann man String, also sich so kleine Fäden farmen machen. So, es wird schon wieder dunkel, aber wir gehen ja nicht schlafen. Und ich habe ja gesagt, dass ich Mobs anmachen werde. Ich wollte gerade schon wieder Mods sagen. Aber nicht in diesem Part. Und ich glaube, der Part wird wieder ein bisschen länger. Ich werde hier mal ein bisschen Zeit jetzt reinhauen. Ist ja alles kein Thema. Ich habe ja Zeit. Ich werde dann auch so lange es... ja, ich werde mal so hier ein paar Folgen machen, ganz klar. So, den Mist können wir erstmal in die Kiste hier legen. Das brauchen wir alles nicht. Und wir hatten ja... Da ist das Eisen, genau. Den brauchen wir auch noch nicht. Hier ist auch noch was Eisenerz, sehe ich gerade. Das schmeißen wir mal in unseren Ofen da unten. Wir hatten da unten ja einen Ofen aufgestellt. Gehen wir doch mal runter. Und dann würde ich mal sagen, wir machen uns auch so langsam mal. Also echt nur so langsam. Boah, ich brauche echt ein Bett. Ich brauche... Moment mal. Oh, WTF! Juhu, droppen, 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 XP farm. Alles meins, 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 alles meins, 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 meins. Chicken und Eier und alles liegt hier. Geilo. Ah, das, ey, dieses Geilo, ne? Ohne Mist an dich, Kevin, also LP mit Kev. Das ist so episch, dass du das erfunden hast, dieses Geilo. Das bürgert sich richtig ein. Ich sag das mittlerweile auch schon. Das ist echt heftig. Aber naja, hier, XP-Farm. Können wir alles irgendwann mal gebrauchen. Hier durch noch, so. Hier haben wir halt auch einen kleinen See. Passt ja eigentlich. Ne, wir haben doch eine Schaufel. Nutzen wir die doch. So, hier haben wir noch einen See. Ja, auch nett. Haben wir das jetzt da reingeschmissen, das Erz? Ja, das Erz haben wir reingeschmissen. Jetzt brauchen wir Holz, haben ich gesagt, ne? Ich habe gerade irgendeine Meldung. So. Holz, haben wir nicht besonders viel. Das kann auch noch weg. Das packen wir mal so lange weg. Das weg, das weg. Oh, wir haben schon 15 Eier. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall eine Hühnchenfarm machen. Moment, ich muss mal kurz meine Augen... Ach, so. Hier haben wir noch einen Fischensetzling hin. Hauen wir mal irgendwo hier hin. Der braucht ja 3 frei, sozusagen. Perfekt zu wachsen. Mir ist aufgefallen, Rubber Tree, also im Singleplayer auch, und das ist auch, ja, im Singleplayer ist mir aufgefallen, Rubber Tree wächst direkt, also instant-mäßig. Die Ei und Huhn. Boah, ich töte die mal nicht alle, weil dann droppt das mir halt was. Ich könnte dich mal anlocken, hier. Komm her. Komm her. Komm her. Moment, erstmal mache ich mir eine Tür. Muss mal kurz warten, Kleiner. Komm her. So. Aber man sieht auf jeden Fall eine Steigerung. Ich merke es ja selber. Dadurch. So. Komm her. Los, komm. Komm jetzt her. Oh nein, jetzt habe ich das ja gefüttert, ne? Nein. Hier, kriegst du auch noch Flex. Vielleicht kommt es ja. Ne, egal. Dann lassen wir das Huhn mal Huhn sein. Hier machen wir mal die Tür zu. Können wir ja weglegen. Hier haben wir noch eine Holzhacke. Die werden wir natürlich noch kaputt machen. Ist ja wohl klar. Klar wie Close Brew.
Das können wir auch noch kaputt machen. Wir müssen ja hier nichts verschwenden. Schließlich haben wir auch keine. Oh, wir haben schon richtig viel Essen eigentlich. Also das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warum mache ich das eigentlich jetzt alles einzeln hier? So. Ne, Moment. Einmal kurz Ordnung reinbringen. Das Huhn nehme ich jetzt mit. Das war jetzt schon zum zweiten Mal hier. Komm mit, Huhn. Ja, komm. Komm. Na, ach ja, ich Idiot. Komm mit, Hühnchen. Schön weit hier rein. So, Arschlecken. Kriegst sogar ein Licht. Ha! Huhn gefangen, ich bin gut und weiter geht's. So, wo war unsere kleine Höhle? Uah, Licht hier reinfallen. Dieses Gras, ne? Das geht mir so um den Sack. So, 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 so. Ich hasse Gras. Uah. Da war so ein üblicher Leck halt, das passiert immer noch. Aber damit hat man halt manchmal Probleme. Es liegt aber, ich muss zugeben, es liegt einfach an meinem PC, also an meinem Laptop. Und mein damaliger PC, das war auch einer von Dell, zwar nicht so gut, war einer mit 8 GB Arbeitsspeicher und Intel Core 3, also das, was damals halt neu war. Und halt eine ganz normale Nvidia Grafikkarte 400 hast du nicht gesehen oder 300 hast du nicht gesehen. Also nichts Besonderes. Jetzt haben wir natürlich hier dementsprechend auch wieder viel Krimskrams. Aber wir hatten uns ja trotzdem eine Eisenhacke gemacht. Die nehmen wir natürlich. Aber Ember konnte man... Nee, aber auf jeden Fall mit Eisen. Und ich habe gelesen, ich weiß jetzt, wofür Ember gut ist. Ember hat einen Verzauberungspunkt sozusagen. Also mit Ember kann man gut verzaubern. Das ist natürlich sehr gut, weil ich mag zaubern. Eigentlich sehr gerne. Hier gehen wir mal runter. Bauen wir ab, damit wir wieder uns hochbauen können. Da sehen wir auch ganz schön... So, hier haben wir schon rote Rubine, glaube ich. Ruby, yeah, Bock doch. Richtig geil. Hier ging es nicht weiter, aber wir hatten noch so eine ganz große gefunden. Ja, genau, hier war das ja. War ein bisschen tiefer, ja. BTF! Das ist aber kein Diamant, das ist nur... Ja, leider erkenne ich das jetzt nicht, weil jetzt sieht Diamant genauso aus wie das, was wir eingesammelt haben, wie Silver war. Das ist natürlich sehr, sehr... Aber egal, dann bauen wir das ab. Aber es war mir halt klar, wo ich es gesehen habe, auf der Höhenskala. Das ist definitiv kein Diamant sein kann. Aber ist ja nicht schlimm. Silber braucht man, ja, so lala. Braucht man, muss man aber nicht. So, hier haben wir ein bisschen Quecksilber. Quecksilber, sage ich schon. Quicksilber. So. Das ist noch ein bisschen Gold. Gold ist richtig gut. Weil, und das werden wir auch nicht einschmelzen. Die sind natürlich schlau. Das werden wir später alles in den keine Ahnung, wie das Ding ausgesprochen wird. Also ich weiß es wie, aber hier ist noch Lapis Lazuli. Das brauchen wir. Bei manchen Sachen brauchen wir das. Nee, das will ich nicht. Ich will das da. Kohle. Ganz viel Kohle. Moment, dafür können wir eigentlich die Holzhacke mal ein bisschen vergewaltigen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr versteht's. Wird wieder so eine kleine Farming-Folge. Aber wir werden gleich auch so ein bisschen was craften. Nämlich die ersten Stromsachen. Und ich habe gelesen... Am effektivsten ist klar Nuklearstrom, also Kernkraftwerk und so ein Kram. Aber wir wollen ja ein bisschen öko noch bleiben. Also wir wollen ja jetzt hier nicht die ganze Umwelt verpesten. Machen wir hier mal ein Fäckelchen hin.
Hier ist ein bisschen, weiß der Teufel was. Keine Ahnung, gucken wir einmal, was das ist. Tin-Ohr. Ja, Tin brauchen wir. Tin brauchen wir sogar richtig viel. Ja, ist Tin. Jackpot. Tin brauchen wir. Hier mal wieder ein Fäckelchen. Rubies. Da können wir uns schon die ersten Rubinsachen auf jeden Fall farmen. Ach, craften. Das ist natürlich richtig gut. Weil ich weiß gar nicht. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich kann es zwar gleich mal ausprobieren, aber ich will es nicht ausprobieren. Ich will es einfach mal von euch in den Kommentaren lesen. Ob einfach Rubine auch Diamanten abbauen können. Also eine Rubinspitzhacke, Diamanten. Also Rubin ist ja eigentlich auch ein sehr hartes Element. Also Element. Und wenn... Ja, doch. Müsste klar. Eisen baut ja schließlich auch ab. Aber oder jetzt zum Beispiel Obsidian. Machen wir das Beispiel mal mit Obsidian. Also ich meine, mit Rubin geht's. Aber dann einfach, ob man mit Rubin, also mit Rubinwerkzeug oder Saphirwerkzeug Obsidian abbauen kann. Weil es halt... Ich weiß zwar die Antwort, aber ich möchte es von euch wissen. Nein, ich weiß sie nicht hundertprozentig. Ich müsste selber gucken. Aber ich gucke ja halt in letzter Zeit sehr, sehr viel vom Mega-Projekt. Und da erfährt man natürlich dementsprechend auch sehr, sehr viel über Fiete Beast nochmal. Was ich noch gar nicht wusste. Wie zum Beispiel, dass Ember Verzauberung hat. Also ich lese mir sogar, obwohl es gar nicht meine Videos sind, die ganzen Kommentare immer durch. Weil die sind ja auch für mich hilfreich. Und für jeden anderen User auch. Gehe ich mal stark von aus. Und wir kommen der Diamantenhöhe immer näher. Aber ich will mich gar nicht zu lange hier aufhalten. Ich merke schon wieder, ich bin hier viel zu lange. Außerdem mache ich hier meine Eisenhacke voll kaputt. Gucken, ob ich das mit Holz abbauen kann. Ne, und das? Auch nicht. Ich glaube, das ist Uranium. Hä? Habe ich schon gut gemacht. Aber mit Stein. Nein, aber das mit Stein. Auch nicht. Na dann, halt nicht. Was will ich denn eigentlich mit dem ganzen scheiß Liedohr? Kann ich auch nicht. Einfach mal, damit man halt weiß, was mit was abbaubar ist. Ich glaube, das ist Uranium gewesen. Uranium. Uranium ist natürlich, ja, für später mal gut. Hier haben wir noch ein bisschen... Ah, da. Gut. Ah, nee. Minecraft fällt pur. So, hier haben wir nochmal 4x Gold, das ist natürlich sehr cool. Hier ist noch ein bisschen... Was ist das? Ach, das ist dieses Tentfix-Zeug, oder? Na, ich muss es schon einsammeln. Genau. Zangenohr. Ich weiß gar nicht, was das kann. Was kann das denn? Die Fäckelchen nehmen wir mal mit. Weil hier werden wir nicht mehr erstmal lang gehen. Oh, ich sehe da noch ganz viele Rohstoffe. Können wir nicht abbauen damit? Auch nicht schlimm. Wir haben durchs Farmen schon Level 14. Das nenne ich Pro Gaming. Oh, wir sind auf Lavaseehöhe. Nicht gut. Ist das ein Schad? Nee. Dass ich eine Schaffier. Nein! Mein. Ah. WTF, ich hasse Lava. Also, es könnten zwei Sachen sein. Diamanten oder. Moment. Ja, könnten Diamanten sein oder Silber. Wenn es Silber wäre, wäre es jetzt ärgerlich. Ab an die Eisenhacke. Oh nein, es ist leider Silber. Schade, schade, schade. Aber da könnte es nochmal sein. Da oben ist noch ganz viel. Also, wir werden hier noch kurz alles abfarmen und dann gehen wir hoch. Aber ich habe ja gesagt, wir lassen uns Zeit bei dieser Folge. Wir haben ja auch genug Steine. Also sollte es daran ja nicht hapern. Hier sehen wir, wie wir schön den Boden
Ne? Ah, hier nochmal. Hier nochmal. Lava ist natürlich so ein kleines Leck-Item. Das habe ich genau gesehen, dass ich da einen Stein setzen konnte. Und hier auch. Frisst natürlich jetzt auch dementsprechend viele Steine. Aber passt schon. So. Kurz. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Es könnten Diamanten sein. Es sieht sehr danach aus. Nein, es war kein Diamant. Könnte. Hätte, Fahrradkette. Schade. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber da sehe ich irgendwas. Das ist interessant. Was ist das? Bauen wir uns doch mal da hoch. Und schauen mal, was das da ist. Auf jeden Fall nichts mit Stein abbaubares. Was haben wir denn hier? Furnace Ore. Was war nochmal Furnace Ore? Mit dem anderen Texture Pack würde ich sofort erkennen, was das ist. Also mit Puppy the Craft. So, gehen wir mal hier runter. Autsch. Das ist Gold. Das wollen wir natürlich haben. Können wir mal die Schaufel hier nehmen. Aber wir haben natürlich jetzt auch dadurch schon wieder eine Menge an Ressourcen gesammelt. Flint kann man alles gebrauchen. Und Gravel so oder so, weil mit Gravel kann man... Oh nein, ist das diese komische Ader von diesem komischen Rohstoff, den Kev letztens gefunden hat, wo er da so eine Mega-Ader mit, weiß der Teufel, 3,5 Stacks hatte. Ist das dieses Zeug? Mal gucken. Nikolaj, wie scheiße das in der Textur aussieht. Das will ich doch gar nicht. Ah, jetzt ein bisschen buggy gerade. Nikolaj, das will ich gar nicht haben. Nein! Mega leck. Kurz mal hier beruhigen. Was habe ich denn jetzt hier für eine SP? 14! Hallo? Ah, jetzt geht's wieder. War gerade irgendwas vom System. Hat ich irgendwas geupdatet am PC? Boah, finde ich auch so schlimm. Windows-Updates sind so grauenvoll. Könnte alles sein. Nur wieder leider kein Diamanten. Aber wir alle sagen, Diamanten sind ja so selten. Und ich finde trotzdem auch keine. Ist halt jetzt leider noch mehr Nikolaid. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen viel von dem Zeug. Ich mache jetzt mal keine Fackel kurz. Fahren den Mist jetzt mal kurz hier ab und dann gehe ich wieder ins Helle. So, jetzt buddeln wir uns mal hier kurz mit der Steinhacke durch. Ui, was für ein Glück, dass ich ein Shift-Kind bin und immer mit Shifte. Das hätte jetzt richtig, weil durch diesen Leck bin ich jetzt auf einmal voll nach vorne tippet worden. So, jetzt habt ihr ja auch wieder Licht. Also so schlimm ist es ja nicht. Ich habe Eisen dahinter gesehen. Alles meins. Ich baue den ganzen Scheiß hier zweimal ab. Es kostet nur unnötige Hackenenergie. Aber sei's drum. Dich habe ich aber abgebaut. Also ärgere mich nicht. Was ist denn das? Warum ist denn da so viel von dem ganzen Zeug? Ich baue dich noch viermal ab, ey. Da sehe ich schon wieder. Ich habe Angst auf der Höhe. Ich voll die Lavaseehöhe. Aber schaut gut aus. Das mache ich aber hier von hier oben. So. Und buddeln wir uns einmal so ein bisschen um das Gold herum. Das wollen wir ja haben. Legen wir uns das mal hier so ein bisschen frei.
Können ja ruhig die Hacken hier kaputt machen. Brauchen wir ja eh alle nicht. Also den ganzen Mist, den wir jetzt da gerade haben. Da ist halt noch ein bisschen Kohle, die können wir noch mitnehmen. Und jetzt haben wir halt alle Hacken so gleich viel. Also ich will die Hacken alle noch kaputt kriegen und dann gehen wir hoch. Würde ich sagen. Was meint ihr? Ja, das finde ich gut. Da könnte schon wieder was sein. Sieht aber wieder sehr nach Silver Ore aus. Und dann verzweifle ich langsam. Ich brauche Diamanten. Ich brauche dringend... Also, da ist auch nochmal irgendwie was, was den Anschein nach Diamanten machen könnte. Das ist jetzt so... Das macht das jetzt so... Das gibt jetzt irgendwie mir so einen kleinen Nervenkitzel. Dadurch, dass halt... So, jetzt machen wir das hier mal zu. Warum habe ich jetzt... Egal. So, habe ich irgendeinen Mist, den ich nicht brauche? Kies will ich auf jeden Fall behalten. Das war Fail. Weil mit Kies kann ich... mit Kies kann ich... Was kann ich mit Kies machen? Ja, aus Kies kann ich... irgendwas nochmal machen. Ich müsste jetzt mal selber gerade schauen. Ich hab's im Kopf, aber ich komme jetzt nicht drauf. Das kennt ihr bestimmt, wenn man gerade so einen kleinen Blackout hat. So, die erste ist down. Jetzt machen wir hier kurz noch mit der Steinhacke den Rest. So, und ich will ja kein Gold verlieren. Deshalb musste ich mich halt da drum herumbauen. So, das noch. Die beiden noch. Wo ist mein Gold? Da ist mein Gold. So, hier oben habe ich ja noch was gesehen. Dann gehen wir mal hier hin. Und gucken, was es ist. Ach, wieder nur Mist, ey. Muss jetzt aufpassen. Sonst kann ich gleich, wenn es Diamanten sein sollten. Es ist wieder kein Diamant. Aber vielleicht ist ein Diamant dazwischen versteckt. Kann ja alles sein. Kann ja alles sein. Oh! Scheiß Wasser. Geronimo. Geronimo. Nein, nein. Da! Diamanten! Diamanten! Jetzt sehe ich auch den Unterschied. Diamanten sind viel, viel heller. Dias! Wir haben Dias gefunden. So viel zum Thema. Denn Dias sind selten. Klar sind Dias immer selten. Jedem Minecraft-Game. Aber es ist jetzt nicht das Seltenste auf diesem ganzen Spiel. Und das habe ich auch gelernt. Erst... Nö. Finde ich uncool. Das heißt, ich baue jetzt das da ab. Das da ab. Das da ab. Das da ab. Und das da ab. 5 Diamanten. Jackpot. So, und jetzt schnell hoch. Ich sterbe sonst. Aber den, das Grüne will ich noch haben. Von wo kamen wir überhaupt? Irgendwo von hier, ne? Wir sind ja hier so gelaufen, ne? Tralala, tralalo. So, so. Hier ist wieder ein kleines Lied von eurem Dame. Ich muss mal hier kurz gucken, wie ich das gemacht habe. Was nehmen wir denn eigentlich schon auf? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Ist mir auch egal. Will ich hab. Und will ich hab. Von hier kamen wir auf jeden Fall. Das sieht sehr nach mir aus. Ja, da ist Licht, da sehe ich eine Lichtquelle. Ja, weiter hoch, weiter. Sieht nicht nach mir aus, aber egal, hier ist noch etwas Eisen. Können wir ja noch kurz mal mitnehmen. Nein, es reicht nicht ganz.
Aber jetzt mache ich mal nichts mehr, weil vielleicht muss ich mir einen Weg wieder frei buddeln. Oder wir finden unseren alten Weg. Ich will ein Jetpack haben. Wie jetzt schon Jetpack. Oder kann ich von... Ah, ich kann von hier. Und auf den Arena in weit. Die Allianz kann kommen, denn ich und auch mein Mate sind bereit. Egal was kommt, nein, mein Mate macht es den Gegnern nicht leicht. Und dann von hier irgendwo. Wenn ich will, dann regnet das Eis. Wir hatten schon ewig keinen Vibe mehr. Es lief immer perfekt. Ich weiß, dass ich irgendwo hoch muss. Wenn es wirklich mal zu eng wird, ja, dann blinzel ich weg. Meine Gilde zollt mir Respekt, ja, sie ist allzeit bereit. Und erst seit ich hier bin, weiß ich wirklich, was Zusammenarbeit heißt. Sind wir so weit gelaufen? Ich sag, ach was, jetzt gibt's Prügel, jetzt gibt's einen Counterspell, danach klau ich den Ball. Boah, wir sind voll weit gelaufen, ey. Da, von da kamen wir. Da ist unsere Treppe. Hopp, hopp, hopp. Und hier war ja... So. Und ab nach oben. Freiheit. Einen noch. So. Und da lang. So, jetzt haben wir alles soweit. Falsche Richtung! Wir leben nicht in der Realität, doch wir sind 12 Millionen aus verschiedenen Völkern und Regionen und wir teilen das. Einmal falsch abgebogen hier, ne? Ja, ja. Nehmen wir noch mit hier. Als Strafe. Das war Uranium. Nein, lass mich hoch. Dieser Schwende, der nervt. Ich hätte schon zum zweiten Mal, auch in der ersten Folge schon. Wo ist mein Ofen? Wo ist mein Ofen? Mein Ofen ist weg. So, jetzt habe ich hier auch eine vernünftige, einigermaßen vernünftige Treppe. Und mein Inventar ist so zugemüllt, Freunde. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. So. Kohle packen wir mal kurz da rein. Was können wir jetzt noch kurz machen? So, jetzt kümmern wir uns um Strom. Also, wir haben als Strommöglichkeiten Wasser. Scheiße, sehe ich bei Kev. Also, er hat nach sehr, sehr langen Gebaue endlich sein scheiß Wasserkraftwerk da optimiert, sozusagen. Solar finde ich sehr, sehr effektiv. Was ist noch gut? Wasser, Lava, Lava-Energie ist auch ganz gut, nur da ist die Frage, was ich denn da am besten? Keine Ahnung, wir werden jetzt, glaube ich, auch mal, ich will nichts hier eingeben, so. Wir gehen jetzt raus, machen einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich schmeiß mir noch den ganzen Shit einmal kurz weg damit, vor allem die Dias. Das Wertvollste erstmal. Passt alles da einmal rein. Einfach mal alles weg. Mein Brot. Ein Paradies wie gemalt und dass ich gesagt habe, ich baue dieses Haus wieder auf, habe ich eigentlich eine Villa gemeint mit Riesen. So, sortieren nach Z. Und ja, das war's von einer weiteren Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Let's Play Lightning.